Ja, wir wurden gerade unterbrochen, weil meine Kamera, also der Speicherplatz, voll geworden ist, sodass ich einige Videos jetzt löschen musste. Für alle, die das erste Video über das Anti-Aggressionstraining jetzt noch nicht gesehen haben, den bitte ich, auf das erste Video zu gehen, bevor ihr euch dieses Video, nämlich ja, das Anti-Aggressionstraining, die Thematik über das Anti-Aggressionstraining Teil 2, das jetzt hier läuft, euch ansieht. Bitte dann zuerst zu dem ersten Video übergehen. Für alle, die das erste Video jetzt gesehen haben und sich gewundert haben, warum ein Abbruch hier gerade stattgefunden hat, wie gesagt, meine Kamera bzw. der Speicherplatz war voll. Dann geht es jetzt hier weiter. Ja, ich war ja, wie gesagt, stehen geblieben mit mit dem fünften Punkt war ich sogar stehen geblieben. Täter beruft sich auf höhere Instanzen wie Familie, Clique, Gruppe und so weiter oder sein eigenes Gesetz. Also, die Täter stellen sich hin und sagen, sie sind von ihrer Familie geschlagen worden, ja, geschlagen worden, haben Gewalt erlebt, das ist ja erstmal der Wahrheit entsprechend, haben also ein Verhaltensmuster angelernt, weil ihre Eltern auch gewalttätig sind. Das ist aber nicht immer der Fall, aber es ist oft der Fall. Ja? Also nicht jeder, der im Anti-Aggressionstraining ist, hat eine schlechte Familie und Kinderstube genossen. Es gibt auch Klienten, die eine wunderbare Kindheit gehabt haben und dennoch so in ihrem Verhalten ausarten. Nämlich durch ihre Clique vielleicht, durch ihre Gruppe, die sie dort kennen, beziehungsweise vielleicht sagen, ich mache mir mein eigenes Gesetz, die sogenannte harmonische Familie werfe ich über Bord und jetzt habe ich das Sagen und das setze ich mit Gewalt durch. Das ist also auch die Rechtfertigung, so nach dem Motto, ich bin der eigene Herr, ich habe hier das Sagen, ich mache das so und nicht anders. So. Das sind die Neutralisierungstechniken, die die Teilnehmer anwenden. Ja, kommen wir zu den Konfrontationsmethoden weiter, nämlich der heiße Stuhl. Der heiße Stuhl ist eigentlich ursprünglich gegründet oder entwickelt worden, nicht gegründet, sondern entwickelt worden von Perls, einen Gestalttherapeuten, ne? Bin ich jetzt richtig orientiert? Ja, ne? Gestalttherapeuten, Gründer, also der ursprünglich nannte, also was heißt ursprünglich? Nein, er nannte, Perls nannte es leeren Stuhl. In seiner Praxis stand der leere Stuhl neben ihm, also nicht wie im AAT, wie ich das gleich erklären werde, sondern neben ihm, während in der konfrontativen Phase, also wenn der heiße Stuhl angewandt wird, findet das im Prinzip so vonstatten, dass der, also es ist in, im Anti-Aggressionssinn, dass jeder drankommt, auch da drauf sitzen muss, auch während der Ausbildungszeit findet dies statt, dass der Teilnehmer dann, der durch diese Phase durch muss, es wird ein Kreis gebildet von Teilnehmern und einer sitzt dann in der Mitte des Kreises. Und die anderen Teilnehmer, die setzen sich ganz, ganz, ganz nah ran an ihn, also wirklich körperlich, bisschen sehr nah schon, dass also einen schon sehr erdrücken kann. Und damit schließt sich sozusagen die Menschentraube und das wird schon an sich schon erstmal unangenehm, denn wer hat so gerne 4, 5, 6 Teilnehmer so eng da aneinander kleben, sag ich mal. Er kann also in dem Sinne gar nicht so wirklich weg.
da er ja damit körperlich sehr eng verbunden ist mit seinen eigenen Leuten. Der heiße Stuhl wurde weiterentwickelt in der Konfrontationspädagogik. Und in diese Phase wird im Prinzip sehr, sehr bestritten in der Pädagogik. Die einen sagen, es ist ein sehr gutes Mittel. Die anderen sagen, es wird der Menschenrechten, also es werden Menschenrechte verletzt. So. Meine Meinung, es kommt immer, egal welche Methode wir im Anti-Aggressionstraining verwenden, auf die Art und Weise an, wie wir es machen. Nicht der heiße Stuhl ist an sich die Katastrophe, sondern die Ausführung. Wenn ein Anti-Aggressionstrainer es so gestaltet und keine Ahnung davon hat und es zur Katastrophe und zum Trauma macht, dann ist der heiße Stuhl natürlich nicht angebracht. Also dann ist die Methode, die er ausführt, nicht gut. Heißt aber nicht, dass der heiße Stuhl oder die Methodik an sich jetzt verkehrt ist, sondern der das ausführt, darum geht es. Ja? Oder halt eben, wenn der Trainer das sinnvoll ausführt und hinterher auch wirklich präventive Arbeit leistet und ihn nicht dann in dieser Schocksituation allein lässt und sagt, fahr mal nach Hause, sieh zu, wie du klarkommst, dann, wenn er ihn danach noch betreut und optimal das gestaltet ist und man ihn deutlich macht und man bereitet ja den Teilnehmer auch drauf vor, das ist ja nicht so, ach, jetzt sitzt er mal drauf und jetzt sieh mal zu. Es wird ja auch innerhalb des gesamten AATs drauf vorbereitet. Die Teilnehmer wissen das. Es ist nicht auf einmal eine Überraschungssituation, sondern sie werden wirklich darauf vorbereitet. Alle, die das nicht tun als Trainer, sind unverantwortlich in meinen Augen. In dem Fall bringt ein Überraschungseffekt nicht weiter. der heiße Stuhl, wie gesagt, ist eine Konfrontationsmethodik, in dem die anderen Teilnehmer und auch der Trainer als Art Moderator bzw. auch mitmacht sogar, ihn, den Teilnehmer in der Mitte des Kreises, der auf den heißen Stuhl sitzt, mit seinem Verhalten konfrontiert, also mit seinen Taten. Ja? Ihm werden konfrontative Fragen gestellt, ja? Also wie hat sich das Opfer gefühlt, was hat das Opfer getan, wie hat sich das angehört, als die Knochen gebrochen haben? Wie hast du dich dabei gefühlt? Und dann geht das noch sehr intensiv weiter. Ich will jetzt nicht den gesamten Prozess jetzt hier aufzählen. Und es geht dann noch sehr heftig zur Sache. Das wissen die Teilnehmer dann auch. Und wichtig ist aber auch, dass in dem Moment, wo die Teilnehmer merken, das wird mir zu heftig, ich könnte eventuell jetzt ausflippen und selber durchdrehen, ist es Stoppregel zu setzen, Stopp raus aus dem Raum zu gehen, Trainer hinterher und die Situation zu einem anderen Tag nochmal neu gestalten zu lassen. Denn das Ziel ist ja, dass sie das komplett durchhalten. Ohne durchzudrehen, ohne aggressiv zu werden. Und wenn man merkt, sie verlassen den Raum, dann muss man nochmal einen anderen Tag finden, das nochmal von vorne zu gestalten. Ob bei dem heißen Stuhl eine Non-Touch- oder Touch-Situation, also mit Berührung oder ohne leichte Berührung stattzufinden hat, ist die Entscheidung des jeweiligen Trainers, der die Gruppe führt und leitet. Im Anti-Aggressionstraining. Es gibt welche, die machen mit und welche, die machen ohne. Oder ob es irgendwelche Peinlichkeiten da stattfinden soll. Also man hat da schon so, weiß ich nicht, irgendwelche lächerlichen Kleidung angezogen werden. Oder also man hat da schon die heftigsten Sachen
ja, gehört. Ja? Das muss man sehen, inwiefern das für den Klienten und Teilnehmer zuzumuten ist. Ich denke, jemand, der an anderen Menschen sowas von zusammenschlägt, da ist, denke ich mal, in dieser, das nur eine Übung darstellt, einiges zuzumuten. Die nächste konfrontative Phase, die ich persönlich, alles was ich hier sage in dem Video, ist meine eigene persönliche Meinung. Sie muss ein anderer nicht für richtig befinden. Das heißt also, ein anderer kann sagen, mein Gott, Peggy Kaiser erzählt sowas von einem Schwachsinn, dann ist das seine Meinung. Das akzeptiere ich dann auch. Wie ich gesagt habe, jeder hat eine andere Art und Weise und auch ein anderes Konzept. Das, was ich hier mache, ist ein Einblick, wie ich es selber gestalten würde, nach Abschluss oder während, ja, nach Abschluss der Ausbildung oder während der Ausbildung. Je nachdem, wie mein hoffentlich zukünftiger Ausbilder und älter werde, es mir zulässt, beziehungsweise mir gestattet zu handeln. Die nächste Phase, wo ich persönlich, und darüber habe ich mich mit sehr vielen Leuten auch unterhalten, ich bin persönlich der Meinung, dass eigentlich sogar, wenn es geht, auch schon vorm AAT, aber es findet nun mal nicht so statt, aber ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Teilnehmer, in dem Fall im Anti-Aggressionstraining, in der Zusammenarbeit mit uns Trainern dann, das auch Bestandteil im Anti-Aggressionstraining meiner Meinung nach sein sollte, ein Besuch in der Justizvollzugsanstalt stattzufinden hat. Warum, begründe ich. Die Täter oder die meisten Täter, also ich habe mal einen Bericht gesehen, wie in einem Video von einem Jugendlichen, der über Jahre übelste Körperverletzung begangen hat. Und nach Jahren kommt mal ein einziger Richter, wo ich dachte, ob der jetzt völlig verrückt ist, und sagt sozusagen zu den angeklagten Jugendlichen, du behältst 10. Wirklich, das ist kein Witz. Das ist echt kein Witz. Ich dachte, ich bin hier im falschen Film, habe ich wirklich gedacht. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie ein Witz. 10 Sozialstunden. Nach all dieser dicken Akte an Körperverletzungen, die da stattgefunden hat. Es gab weder ein Anti-Aggressionstraining, es gab weder eine Auflage, mal eine Justizvollzugsanstalt zu besuchen, es gab keine anderen Sanktionen, gar nichts. Einstellung, Einstellung, Einstellung. Bis auf diesen Einrichter, der, wo ich dachte, wie kann der nur 10 Sozialstunden nehmen? Und das war's. Der Jugendliche muss an seine Gewalt arbeiten. Ja? Und das haben manchmal die Richter nicht so ganz verstanden, worum es hier bei den Jugendlichen geht, nämlich das in Angriff zu nehmen. Deswegen ist das auch meiner Meinung nach unser Auftrag, den Jugendlichen auch so eine Justizvollzugsanstalt besuchen zu lassen, um, das erstelle ich auch noch ein Konzept, das dauert noch ein bisschen, das wird dann aber auch im Internet stehen. Ihr seht, obwohl ich noch nicht die Ausbildung begonnen habe, mache ich mir sehr viele Gedanken, wie dieses zu gestalten und auszusehen hat. Was dann wirklich hundertprozentig in die Praxis umzusetzen ist, das wird sich dann in den Laufe der Jahre auch zeigen. Der Jugendliche soll also im Prinzip durch diesen Besuch wiederum konfrontiert werden. Die Frage ist, wer kennt eine Weihnachtsgeschichte? In eine Weihnachtsgeschichte wird zum Beispiel von Charles Dickens mit Mr. Scrooge mit 3 Geistern konfrontiert. Diese 3 Geister zeigen in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Ne? Sein Verhalten wird also sozusagen reflektiert.
Und als bei Mr. Scrooge im Prinzip in die eine Weihnachtsgeschichte dem Mr. Scrooge durch den dritten Geist die Zukunft gezeigt wurde, war ihm klar und bewusst, dass, wenn er so weitermacht, es so enden wird wie in dieser Weihnachtsgeschichte. Also muss er sein Leben verändern. Und so ist das auch in der Konfrontation mit Jugendlichen, wenn sie halt eben die Justizvollzugsanstalt besuchen sollen, um dass sie einen Einblick bekommen, wie sieht denn die Zukunft für mich aus, wenn ich weiterhin Straftaten, Gewalttaten begehe. Das ist das Ziel also im Prinzip dieser Maßnahme, die hier gemacht werden soll. Des Weiteren haben Jugendliche, sie glauben durch ihre eigene Clique zu meinen, es ist cool im Knast zu sein. Dadurch, dass die Jugendlichen denken, naja, hier mein Big Bruder da oben in meiner Clique, da war ich immer der Superheld da drin und alles ist super und prima. Und hinterher stellt sich dann raus, wenn sie so einen Besuch machen und da mal eingesperrt sind für eine Stunde, oh, das ist ja doch nicht so cool. Ja, das ist ja eine ganz andere Situation. Ja, damit wird ihnen sozusagen der Wind aus den Segeln genommen. Entschuldigung. Das Weitere, was ich für nützlich und richtig erachte, ist die nächste Phase im Prinzip. Jugendliche haben oder überhaupt Gewalttäter wurden nie mit Opfern konfrontiert, mit ihren eigenen Opfern. Meistens haben sie nie die Bilder gesehen ihrer Opfer. Also sie wissen gar nicht mal wirklich, wie sie genau aussehen. Sie haben sie nicht im Krankenhaus gesehen. Ja? Sie kennen die Spätfolgen gar nicht. Und wie sollen Jugendliche denn verstehen, was Gewalt auslösen kann, wenn sie selbst nicht mal das an irgendwelchen Medien, ja, irgendwelchen Menschen oder was auch immer sehen. So, und da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass die ein Rettungssanitäter oder ein Rechtsmediziner das relativ gut vermitteln kann. Es gibt auch so Aufnahmenbilder, in denen sie dann echte Opfer als Bildaufnahme dann sehen. Und deren Verletzungen und ein Rechtsmediziner oder ein Rettungssanitäter kann dann noch genau erklären, wie das entstanden ist und welche Folgen das hat. Ich persönlich kann das nicht, weil ich habe nicht so viel Ahnung von Medizin und deswegen überlasse man das lieber solchen Kollegen. Das wollte ich noch sagen. Der nächste Punkt ist, also irgendwie habe ich jetzt einen Frosch im Hals, der nächste Punkt ist, Opferrolle einnehmen. Was heißt Opferrolle einnehmen? Dazu gibt es auch verschiedene Methoden. Täter wissen nicht, was es heißt, Opfer zu sein, weil sie suchen sich ja immer wieder den Schwachen, den Hilflosen. Ja, man lässt sich zum Opfer machen und dann, wenn man sieht, wer Opfer ist, das kann einem an bestimmte Punkte kann man das sehen, wer Opfer ist und dann das wissen die Täter. Die wissen genau, wer Opfer ist, von Auftreten her, von der Körperhaltung her, ja, und auch von der Mimik, Gestik, Stimme her. Und die Opfer suchen sich die Täter raus. Genau. man kann im Prinzip mit den Täter, man kann im Prinzip
die Täter in die Opferrolle bringen. Es gibt, die Übung habe ich zum Beispiel sehr oft in Videos gesehen. Alle stehen ja verteilt im Kreis und einer legt sich dann auf den Boden, hat links und rechts zum Beispiel eine Patze, ja, als Schutz, und alle schlagen und treten dann auf diese Patze halt eben. Beschimpfen ihn, beleidigen ihn, machen ihn richtig rund und fertig. So. Und es soll, so habe ich das im Video gesehen, zumindest wirklich Täter echt zum Nachdenken gebracht haben, beziehungsweise sogar zum Heulen. Und man muss mal bedenken, die Täter, die dann in die Opferrolle gebracht werden durch diese Methode, die sind ja noch geschützt. Einerseits werden die Tritte und Schläge ja noch relativ kontrolliert. Was heißt relativ? Sie werden kontrolliert ausgeführt. Und vor allen Dingen, sie haben ja noch die Pratzen als Schutz. Ja? Das ist zum Beispiel eine Methode, wo man daran arbeiten kann, dem Täter ganz bewusst zu zeigen, was das heißt, Opfer zu sein. Ich habe das zum Beispiel mit meinem Trainer auch so getestet damals noch. Wie weit kann ich ihn attackieren, angreifen, verbal, körperlich? Und er ist ja Kampfkünstler und ja, als ist klar, seine Hebeltechniken funktionieren so gut, dass man ihn nicht nochmal versuchen tut, ja. Also er ist da ziemlich gut drinne und das ist ein Punkt, dass man das nicht unbedingt öfters haben möchte. Was ich noch sagen wollte, das ist mir, ja, das habe ich vergessen zu sagen, und zwar nochmal zu den Neutralisierungstechniken. Die Täter, um nochmal ganz kurz zu sprechen zu kommen, sie verharmlosen ja ihre Tat. Und Jens Weidner hat mal folgendes Beispiel gesagt, beziehungsweise es hat wirklich so stattgefunden. Es gab bei ihnen einen Jugendlichen, der hatte einen Baseballschläger gehabt und ist dann zu Kühen gegangen, also Tiere, Kühe, hat mit dem Baseballschläger geübt quasi, wie kann ich jetzt die Kuh schlagen, ohne die Kuh massiv zu verletzen. Also zwar zu verletzen schon, aber nicht so, dass der nachher in Koma liegt oder tot ist. Verletzen ja, aber wie gesagt, nicht, dass er in Koma oder tot ist. Und das hat der dann wirklich kontinuierlich an Kühe geübt. Ich weiß gar nicht, warum die den nicht festgenommen haben, ob die da keiner mitbekommen hat. Aber okay, das hat er kontinuierlich geübt, weil er sich gesagt hat, ich bin ja human, ich will zwar jemanden schlagen, ich will auch jemanden verletzen, aber ich will ihn doch eigentlich gar nicht schädigen für immer. Also Verletzungen, die hinterher wieder zu heilen sind und ja. Und das war sozusagen seine Strategie, die er dann wirklich als Neutralisierungstechnik gesehen hat. Das war ja gar nicht so schlimm. Ich war ja noch immer, ich habe ja extra noch geübt, damit ich ihn nicht zu Tode prügel. So wie nochmal zu diesem Thema. Ziele ist das nächste Thema und auch ein ganz wichtiges. Ziele setzen, Motivation, also wirklich auch die positiven Punkte hervorholen, stärken, schwächen. Das ist eigentlich die Kernsache im Anti-Aggressionstraining, denn es sind eigentlich ganz dufte Jungs. Obwohl sie Straftaten begehen, sind sie doch überhaupt, und Mädchen auch, obwohl sie Straftaten begehen, haben sie doch eigentlich auch
Fähigkeiten und positive Punkte, die sie an sich erstmal entdecken müssen. Man muss das rauskitzeln und sehen, ah, da liegt die Fähigkeit, das könnte derjenige ja vielleicht mal später machen in sein Leben ausbildungsmäßig. Also gucken, welche Ziele, welche positiven Punkte der Jugendliche hat, welche Fähigkeiten hat er, was macht er gut, was kann er gut, welche Interessen hat er und so weiter und so fort. Auch in Bezug auf Ausbildung, Integration, ja, Familie, wenn, ob sie später Familie aufbauen wollen, eigene Kinder haben wollen und. Diese Ziele zu erreichen ist für Jugendliche, oder daran zu arbeiten, ist ein anderer Fokus, als immer wieder nur in die Gewaltspirale zurückzukehren. Daran ist es wichtig, ganz wichtig, zu arbeiten. Im Anti-Aggressionstraining wichtig, Methoden zu finden, anhand von Kommunikationstraining, anhand von Entspannungstechniken, zum Beispiel Bogenschießen, ja, da wird beim Bogenschießen zum Beispiel von Anspannen und Entspannen von Anspannen und Entspannen gesprochen. Bis wie weit gehe ich mit dem Bogen, wo ist meine Grenze und ab wann entspanne ich mich wieder? Ziele erreichen, ja, kann man da im Prinzip sehr gut verdeutlichen, anhand vom Bogenschießen. Ja? ja, denn die nächste Methode zum Beispiel ist, dass im Anti-Aggressionstraining auch Kampfkunst gemacht werden. Kampfkurs gemacht wird. Ist schon so spät. Was soll zum Beispiel in der Kampfkunst vermittelt werden, das mit Anti-Aggressionstraining zu tun hat? Jetzt kommt mir nicht der ganze Clou. Es wird auch hier massiv gestritten. Und das ärgert mich jedes Mal. Weil die Leute, die sagen, Kampfkunst hat im AAT nichts zu suchen, sind, entschuldige bitte, sind für mich Leute, die keine Ahnung haben von Anti-Aggressionstraining. Warum? Wenn wir uns die Erfolge anschauen an Judo, an Aikido, ja, dann sehen wir ganz klar, dass Jugendliche, gerade wenn sie Kampfkunst lernen, was heißt lernen? Sie lernen ja im AAT keine Kampfkunst, sondern sie lernen ja eigentlich durch Kampfkunst, ist ja nur eine Metapher, aber wenn dies als Metapher verwendet wird, als Methode, lernen sie selber auch ruhiger zu sein. Sie lernen Respekt zu haben, gerade bei japanischen Kampfkünsten. Beim Aikido lernen sie ausweichen und kontrollieren sich und andere, statt zuzuschlagen. Das ist meine persönliche Meinung. Sie lernen, also in der japanischen Kampfkunst, in japanischen Kampfkünsten ist es so, dass wir, wenn wir in Dojo, in Japanisch, also Dojo, das ist ein Trainingsraum, reinkommen, wir verneigen uns vor den Raum, wir verneigen uns vor den Lehrer, Sensei genannt, wir verneigen uns aber auch vor den Partner, mit dem wir üben. Warum tun wir das? Um Respekt zu erweisen. Ja? Respekt zu erweisen, ich bin kein Feind, sondern ich möchte mit dir trainieren und ich zeige dir Respekt. Das, was sie auf der Straße nie gelernt haben, müssen sie in Dojo umsetzen. Und wieder trainieren, neu lernen. Ja, wenn sie eine Technik üben, dann können sie nicht einfach jemand das Handgelenk brechen. Nee, dann müssen sie vorsichtig sein und ganz langsam damit umgehen mit dem Partner. Sie lernen auch hier wieder Empathie. Respekt, wie gesagt, wird dadurch vermittelt. Gruppendynamik, Gruppengefühl, Wertschätzung, auf andere Acht geben und so weiter. Ich sehe für mich kein Problem. Ich meine, es muss hier nicht die Super Ninja Todestechnik sein. Es können ganz normale, einfache Techniken, Dinge vermittelt werden, damit Jugendliche sich selbst kennenlernen und auch in der Gruppe mit ihrer eigenen Gewalt umgehen lernen und mit anderen Menschen umgehen lernen. Umzugehen lernen. So. So viel erstmal dazu. Ich möchte ganz bewusst machen, dass das Anti-Aggressionstraining meines Erachtens Täterarbeit ist Opferarbeit.
Wir arbeiten zwar so, dass es auch Spaß macht für die Teilnehmer, das ist meine Meinung. Wir sollten auch arbeiten, dass die Teilnehmer auch relativ gerne kommen, es aber auch merken, dass sie auch an sich arbeiten müssen. Wir arbeiten im Auftrag der Opfer. Würden die Täter keine Gewalt ausüben, bräuchten wir das auch gar nicht zu machen. Das heißt nicht, dass sie jetzt Gewalt ausüben sollen. Wir wären froh, wenn wir das nicht machen müssten und es keine Opfer mehr geben würde. Deswegen möchte ich jetzt diesen Vortrag beenden. Wie gesagt, alles kann ich hier natürlich nicht benennen. Das würde einfach hier den Rahmen sprengen. Ich bin schon über eine Stunde hier. Was mir aber wichtig ist, ist noch ein Zitat. Und zwar, das ist mein Lebensmotto für die zukünftige Ausbildung und auch meine Handlungsweise den Teilnehmern gegenüber. Auch von Jens Weidner. Zeigen Sie Zivilcourage im Umgang mit Ihren engagierten Normen und Gesetzesbrechern. Bleiben Sie Anwalt Ihrer Jugendlichen, ohne jeden Unfug abzunicken, den gerade mehrfach auffällige praktizieren. Noch deutlicher, zwingen Sie die Jugendlichen zur Auseinandersetzung, kleben Sie wie ein Kaugummi am Turnschuh Ihrer Klientel, denn das ist dynamisch, spannend und das Gegenteil von Langeweile. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen dieses Videos. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, schauen Sie sich den ersten Teil des Videos an und jetzt diesen Teil, den Sie jetzt gesehen haben. Wenn Sie Fragen haben, bedanke ich mich erstmal. Können Sie unter den Kommentarliste schreiben oder Sie gehen auf meine Homepage-Seite. Die werde ich auch nochmal hier auf diesem Video verlinken. Ja, und dann können Sie dort unter Kontaktformular reingehen und dann ganz normal Ihre Fragen an meine Person loswerden. Ich betone noch einmal, ich befinde mich zurzeit noch nicht in der Ausbildung und ich habe auch kein Pädagogikstudium, aber ich denke, dass ich aus dem, was ich weiß, versuchen werde, mein Bestes rauszuholen und auch Ihnen im Prinzip zur Seite zu stehen, wenn Sie halt eben Fragen haben. Damit verbleibe ich, eure Peggy Kaiser.